So, herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Skyrim. Und hier drüben scheint es runter zu gehen. Dann gucken wir mal. Ich kann mal hier das so umgehen oder sowas. Ja, ich wollte aber auch nicht zu weit gehen. Ich wollte nicht zu weit gehen. Geh nicht zu weit. Was ist hier drüben gewesen? Castwassen. Oh! Ah. Verstehe. Dann sind wir gleich. Wir sind gleich soweit. Nur kurz hier über den Kamm. Kurz hier gucken, ob nicht noch irgendwie ein Türchen ist oder so. Ne. So, gut. Dann hier. Guten Tag. Sehr gut. Das brauchen wir. Warum? Für Health-Zeugs. Warte mal. Das sieht nicht so aus, wie ich es eigentlich wollte. Wir müssen dann um den Berg rum. Oh, okay. Ja. Immer noch um den Berg rum. Hätte ich gleich direkt gehen sollen. So, jetzt doch. Dann haben wir doch das Ziel erreicht. Wie ich es hoffte. Drachenzahnkrater. Ach, das war noch gar nicht der Drache. Kurz gucken, wohin wir gehen könnten. Interessant. Wow. Das ist wieder so ein Ding, wie wir es letztens schon hatten, der so einen Überraschungsangriff gemacht hatte, ne? Ich dachte, das wäre der Drache gewesen, aber er war es natürlich nicht. Tja. Na toll. Er orientiert sich anders, anderweitig. Na toll. Da hat er mir mal so richtig einen mitgegeben, aber hallo. Ja, das ist halt eine sehr schöne gepanzerte Sache, aber es kommt dann mal wieder zu uns. Thank you.
Wow. Jo, dann her mit dem Kopfgeld. Komm zu den anderen. Komm zu deiner anderen Seele. Die Oma war von dir. Wie viele Drachen? Es wird langsam Zeit, dass wir wirklich auch mal wirklich zu den Sturmmänteln, hätte ich mal gesagt, zu den Graubärten gehen. So, das sollten wir vielleicht auch als nächstes machen, ne? Kardorsten, ihr springt schnell hin. Dann können wir das mit der Dibella machen und dann haben wir wieder reichlich, was wir zurückbringen können. Halt, den Schild müssen wir noch besorgen. Da gucke ich gleich mal auf der Karte, wo der Schild ist. Warte mal, das war... Ach, hier ist er wieder. Sehr schön. Dibella, Book of Love, Days of Death, Bait is calling nach, diplomatische Horn, Windrufer, Stone Unturned, Sprachen, Dringbogen, Schuld, verschiedenes, Rarekopf, Amulett, finde Horschel, Rolfdiers Schild für Igmund. Das ist auf jeden Fall aktiv. Jetzt müssen wir bloß gucken, wo das ist. Clear the Draugr Redcliff Cave. Oh. Ja, machen wir schnell. Und das mit den Draugr habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Wer uns das gegeben hat. Naja, ist eigentlich auch nicht. Gut, dann... so friedlich. Gerade mal gucken... Der ist dann wohl hoffentlich in irgendeiner Truhe, oder was wird das sein? Was wird das wohl werden? Lang rumgemacht hier. Bei den Hexen gucken wir tatsächlich nochmal. Ah, er ist jetzt nicht so berühmt. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Lassen wir die Spielchen. Ihr wollt zu den Nord gehören? Unschön für die. Hat unschön für die geendet, glaube ich. Unappetitlich vor allen Dingen. Auch für alle Umgebenden. Ja, die haben echt nicht so viel dabei, ne? Wow, Alter. Ein Hexenrabe. Den hat es wohl total. War hier nicht ein Hexenrabe irgendwo noch in der Nähe? Ich meinte, ich hätte das gelesen, aber okay. Gut, wir müssen hier gar nicht mehr groß rummachen. Einfach immer schön weiter. Wir wollen ja nur den Schild haben. Das reicht uns schon. Ach.
schön. Machen wir wieder hochgedingsbums oder was? Die Tür. Die Dingsbums. Ich frage mich auch, ob die Wachen eine eigene Instanz unabhängig vom Jarl darstellen. Das würde den Jarl halt so ein bisschen entdingsen. Verstehe. Das können wir auf jeden Fall. Au, ja, ich habe es gesehen, da ist eine Dingsbums dran. Klar. Da war eine. Oh, Lydia? Ja, genau. Da war eine Falle drin. Das wollte ich nur kurz sagen. Ist da jemand? So, Igitt. Und da spielen die mit Feuer. Na toll. Ist weitaus atmosphärischer als vorher hier, ne? Das Ding. Nee. Oh Gott. Lydia. Wow. Die haben sich hier schön gemacht, aber hallo. Offensichtlich haben wir hier die Schlüssel alle. Genau, jetzt kommt der große Raum. Ich muss nur kurz gucken, sind wir noch auf Kurs oder nicht? Doch, ja. Gott sei Dank. Ach, alles nicht so appetitlich hier. So, dann jetzt hier weiter. Im Text. Ah, das letzte Mal waren wir noch nicht hier, ne? Holdovschuld, da ist er. Ring der großen Magiker, 40 Punkte, hello. Frostadronarch, 60 Sekunden. Ah ne, 60 Punkte da, okay. Ja, das freut uns doch. Dann haben wir das gleich erledigt. Bevor wir hier noch groß umaktivieren und so weiter und so fort. Hake irgendwie das. Ja, dann her damit. Opfern die sich gegenseitig hier? Ich weiß es nicht. Ist egal. Was mich das Ding erinnert. Oh nein, 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 nein. Jetzt habe ich habe die aktiviert. Ne? Ich bin blöd. Blödhase. Oh Mann. Hier, Draugr. Kurz mal gucken. Reifelshülle, verlorenes Echo, Tiefsturzhöhle. Warte mal, ich möchte nur schauen. Wow, das war eine ganz schöne Heart of the Bella, Book of Love. Das war bestimmt hier irgendwie. Kill die Trauger ist doch nur Ravenfels Gegenstand. Suche Museum, Culture des Big Falcon of Culture.
Spinnenwild, Tollstier, rare Kopfgeld, Ogmunds Amulett. Taste of Death, Eola, Markard wants you to join worshipping the mirror. Oh. She has something plugged inside each cliff cave. Okay, ja, okay, verstehe. Das können wir vielleicht mal am Anfang machen. Wir springen einfach jetzt mal wieder zurück nach Kartwasten, um die Bella Dingsbums zu holen. Logischerweise vermutlich ein Mägdelein. Ein zerbrechlich Mägdelein. Ja, nicht ganz so gut, dass wir hier des Nachtens ankommen. Es sollte nun hoffentlich hier einigermaßen mal ruhig sein. Ui. Kartwasten. Haus. Oh, kann rein. Wie geht denn das? Ihr seid nicht von hier und wir müssen nicht miteinander reden. Doch, doch, hier, ich suche nach einem jungen Mädchen, was irgendwo hier rumleben sollte. Verdammt, Mann, wollt ihr euren Spott mit uns treiben? Wovon redet ihr? Unsere Tochter Fiotra wurde von hier verschleppt. Die Abgeschworenen haben uns überfallen und sie haben nichts anderes angerührt, nur unser kleines Mädchen. Oh, shit. Warum haben sie das gemacht? Es waren die Abgeschworenen vom Bruchturm. Die haben vorher noch nie viel Ärger gemacht. Was kümmert es euch? Ja, hier, eure Tochter ist Sibyl von Dibella. Sie? Wirklich? Das hätte ich mir nie träumen lassen. Dann brauchen wir sie natürlich in Markart. Ich komme mit euch. Nein. Du draußen ist gefährlich, sollte bleiben. Wenn der jetzt mitkommt und der fällt, das ist nicht gut, oder? Ich meine, wir könnten halt Informationen bekommen dadurch. Da draußen ist gefährlich. Ja. Ihr habt wahrscheinlich recht, aber bitte beeilt euch. Wer weiß, was diese Bestien hier antun. Ja. Okay, hier. Fremd. Eine Tag hat in Kartwasten das Sagen. Ihr solltet ihn behelligen. Okay. Behelligen wir ihn. Jetzt besser. Alles klar, hier und du. Ihr solltet mit Einetag sprechen. Er hat hier das ihr Sagen. Ihr geht jetzt besser. Okay, da kommt nur noch der Rest. Okay. Gut. Deswegen war das nicht so ganz eindeutig angewurstelt. Verstehe. Guck mal her hier. Bruchturmschanze. Okay. Diese viel. Das war, wo das große Vorfeld ist und wo sehr, sehr viele Forspawn Abgeschworenen rummachen, ne? Die haben offensichtlich davon gehört. Also ich sage nicht, dass die Abgeschworenen. Sag nicht, dass es schon wieder diese Scheißfestung ist. Es ist Bruchturmschanze. Oh Gott, nein. Ich
kann diese Bucht ich kann die Bucht umschanze nicht mehr sehen. Alter! Das ist das, was was Neues, ne? Also Lydia, wir müssen mal reden. In einer ruhigen Minute. Ich verurteile es ja nicht. Aber wie man jemanden dann umbringt, der Todesmove ist dann schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Heiliges Blechle. Ja, jetzt gucken wir mal an. Ja, nach links. Aber das bedeutet, dass wir wahrscheinlich das wird ja auch immer leerer, ne? Das letztens war hier noch jemand drin. Dann hier lang. Nein. Scheiße. Oh Gott. Lydia, kommst du? Wow. So, hier. Da müssen wir hier raus, ne? Weil die wird ja wieder ganz oben sein, logischerweise. Ach Mist. Gegenüber. Hä? Oh Gott. Oh Gott, nein, Lydia, bitte nicht. Das war ich jetzt. Gut, so. Okay, wir müssen ein bisschen Geld zusammenbekommen. Jetzt sind wahrscheinlich zwei wieder, wie das letzte Mal davor. Was? Okay, die ist jetzt erstmal hinterher. Bei der. Finde ich gut.
das war die falsche, der falsche Ausgang, oder was? Was war das? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Zwei Wachen. Wir trampeln mal die zurecht. Mal gucken. Vielleicht sind auch keine mehr. Okay, okay. Und nochmal hoch. Habe ich was gehört? Nein. Nichts gehört. Mist. Keine Gegner mehr. Wir haben die jetzt wirklich so ausgedünnt hier. Okay. Ist da jemand? Ich meine, wenn die wirklich ein militärisches Ziel... Oh, Siri, hi. Wenn die wirklich ein militärisches Ziel hätten. Das ist, glaube ich, das, was mich jetzt auch im Kontakt mit denen stört. Ah, hier. Hey. Gehört ihr zu denen? Bitte tut mir nicht weh. Nein, ich bring dich jetzt zum Tempel nach Markarth. Stimmt es also, was sie gesagt haben? Ja. Ich bin von den Göttern berührt? Ja. Ihr werdet das Orakel der Dibella sein. Ich habe über die Wunder des großen Tempels in Markarth gehört. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich ihn einmal sehen darf. Es ist mir eine Ehre, dafür auserkoren zu sein. Bitte, nach euch. Alles klar. Sehr gut, sehr gut. Dann hauen wir gleich ab. Auch alles schön drapiert mit wundertollen Kerzen und so weiter und so fort. Ich hoffe, es ist jetzt kein großes Problem. Ah, eine Leiche! Ja, da kommen wahrscheinlich noch ein paar. Können wir hier schnell reisen oder geht das nicht? Mit der. Also können wir nach Markarth reisen mit der? Nicht, dass die umkommt. Weil, ich meine, wenn wir sowieso nach Markarth müssen und so. Markarth, schnell reisen. Mal gucken. Ja, und jetzt hoffentlich können wir einfach das bezahlen und fertig. Ansonsten haben wir da ein kleines Problem mit der Fiora. Es wäre auch mal interessant gewesen, des Jahr. Keine Bewegung. Ja. Ihr habt mich gefangen, Kopfgeld bezahlen. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder Scheiße. Gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Ach du Scheiße. Das habe ich nicht bedacht. Führer? Ja, hi. Oh Mist.
Ja. Ich kann es gar nicht erwarten, von den Priesterinnen zu lernen. Das ist ganz toll. Hier, hier. Steckt also Mardanach hinter diesen Morden. Mögen die Götter uns beistehen. Ja. Scheiß auf das Diebeszeug. Kommst du? Ja. So, guck dich nochmal schön um. Das ist Sonnenlicht. Das ist eine schöne Stadt. Und jetzt kommst du in den tiefen, tiefen Keller. Vom Bella-Tempel. Ja, wir hätten sehr, sehr viel von dem geklauten Zeug und so weiter, aber ist jetzt egal. So, hi. Ihr braucht etwas? Ja, ich wollte nur gucken. Bellas Segen sei mit euch. So. Seid ihr alle dabei? Ja, sehr gut. Dann schön weiter. Sehr gut, dass man die so, die Frage ist, ob man das gestohlene Zeug irgendwo wiederfindet in der Truhe. So, hier, hi, Hammer. Ja, ja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, weil du so freundlich bist. Hier, guck mal, hier ist euer Orakel. Ihr habt sie gefunden? Ich kann es gar nicht glauben. Das Mädchen soll mitkommen. Dann können wir mit ihrer Vorbereitung beginnen. Ich benachrichtige ihre Familie, dass sie in guten Händen ist. Ihr habt den Segen von Dibella wirklich verdient, Kind. Fallt vor ihrem Altar nieder. Dann erhaltet ihr ein Geschenk von ihr. Nun kommt mit, Kind. Wir bereiten euch auf die Anwesenheit der Göttin vor. Okay. Mit Kind. Oh, oh. Ja, wir haben offensichtlich da eine Hallo. Kleine... Hi. Wir bleiben kurz hier und verfolgen mal, wie die... Ob und wie und überhaupt. Es ist gut, wenn jetzt sozusagen Lydia da weg ist, weil... Die andere hängt da wahrscheinlich noch rum. Ja, die kommt nicht durch. Mist. So. Jetzt. So ein kleiner Stupser ist doch immer mal gut. So, jetzt muss die Kleine. Die ist natürlich jetzt weg. Etwas schneller. Vielen Dank. Ja, dieses unwirkliche. Moment mal, die setze ich jetzt wieder hin. Okay, die Kleine ist jetzt weg, die sitzt jetzt hier. Okay, so viel wollte ich gar nicht wissen. Die Kleine ist jetzt nach oben und das war's. Und die ist jetzt für auf nimmer Wiedersehen verschwunden oder wie? Oder ist jetzt nach oben gegangen und empfängt jetzt immer die Leute? Ich weiß es nicht. Die Kleine ist weg. Nein, die Kleine ist nicht weg. Die Kleine ist hier. Hi. Hallo. Okay. Es ist schon ein bisschen... Es ist echt traurig, dass die immer das gleiche Gesicht haben. Und vor allem Jungen und Mädchen das gleiche. Und so. Oh Gott. Ja, ich bin mehr und mehr der Meinung, dass sozusagen die Wache eher so einen selbstständigen Status hat, hier unabhängig vom Jahr irgendwie. Naja, gut, dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.